Hallo Freunde! Heute machen wir uns jetzt endlich mal auf den Weg zum Haus der Freuden. Die Golden Cat. Das war ja unser eigentliches Anliegen. Da müssen wir dahinter. Dazu. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walölausgabesperre. Müssen wir da hinten rum? Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. Ich würde sagen. Oh, wir versuchen uns mal hier irgendwie. Drumherum zu beamen. Ich habe keinen Bock auf einen Konflikt mit den kranken Typen da hinten. Dreckige Schlammkrähe. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein, bitte. Hey, du. Hilf mir doch! Was sollten Sie nicht tun? Danke, Sir. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts. Kein Problem. Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus, dem Kunstcenter an der Hauptstraße. Ich habe für ihn gearbeitet. Vor der Seuche. Mhm. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Danke. Schon wieder? Aber das ist auch noch nicht der Rede wert. Wir haben doch gern geholfen. Haben die noch was? Nö. Der Kunsthändler. An den kann ich mich auch noch erinnern. Captain's Share. Ah, das ist ein aller Wachturm. Erschrocken. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Lord Regent hat eine strikte Walölrationierung in diesem Bezirk angeordnet. Wer sich dem widersetzt, wird auf der Stelle verhaftet. Mhm. Ja, das brauchen wir nicht. Das da unten wäre interessant. Wollen wir uns ein Kabelwerkzeug leisten und den Turm da hinten umklemmen? Um die Leute auszuschalten? Hier ist ja bestimmt einer unten drin, oder? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Da ist was. Da liegt noch was. Keine Ahnung. War hier nicht gerade einer? Da. Ja, ich weiß, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen übervorsichtig. So, dann wären wir schon mal. Ne, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Noch irgendwas? Der Herz. Eine Rune? Ne, Knochenartefakt. Pistole brauchen wir nicht. Kugeln auch nicht. Ach so. Alter.
glaube, wir kriegen gleich Besuch. So wie es sich angehört hat. Oder? Der Hals da ist. Nö. Golden Cat. Na dann lasst uns mal hingehen. Das Badehaus Golden Cat. Achso, haben wir schon gelesen. Verschiedene Wege, ja. Kennen wir doch alles. Liegt hier noch irgendwas rum? Sieht nicht danach aus. Ich würde sagen, wir aktivieren mal wieder den Teleport. Ja. Die Golden Cat. Da habe ich mal eben ein kleines Bildchen gemacht. Wie ungehobelt. Von irgendwas muss man ja leben. Uiuiuiuiui. Die Golden Cat. Da unten könnte man rum, da drüben schlawenzelt einer. Dann lasst uns mal überlegen, wie wir hier reinkommen. Oh. Da geht's tief. Kommen wir darüber, kommen wir. Deswegen kommen wir eh nicht rein. Gehen wir mal hier. Mich tät mal interessieren. So, das Herz. Und noch ein Artefakt. Das können wir, glaube ich. Hier oben sein. Eine Rune. Entschuldigung. Die hätten wir. Die Tür geht, denke ich mal, nicht auf. Ne? Nee. Da drüben liegen noch Spielsachen rum. Aber wir wollen ja da drüben die Katze. Kunsthändler. Klopfen. Da hinten. Da oben. Ich habe ihn schon wieder verloren. Hopp. Morgan ist heute Abend im Dampfbad im Untergeschoss. Ist das sicher? Denn ich habe ein paar Gerüchte gehört. Wenn einer verletzt wird, verliere ich meinen Job. Oh, das sind nur die Geschichten der Mädchen. Der Druck in den Rohren steigt und jedenfalls passiert das so gut wie nie. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht mehr darüber reden. Wie auch immer. Morgan bestand heute Abend auf dem Dampfbad. Er ist so wählerisch. Das Schluss ist nicht so kompliziert. Der Druck in den Rohren steigt. Das möchte ich jetzt mal nicht
auseinander diskutieren. Mhm. Noch irgendwas, die Federn, da könnte ich. Hm, schlägt die Alarm oder nicht? Da ist doch jemand. Helft mir! Nee. Oh, bitte. Nein, nein, nein. Tut mir leid. Sorry. Komm. Das sieht ungesund aus. Komm mal her. Nee, nicht lesen. Ins Bett geschmissen. Genau, schnarch ich mal eine Runde. Hier noch was? Emily. Carver? Carver, du bist es! Emily! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. Okay. In die Richtung. Schön, wir haben Emily gefunden. VIP-Eingang. Hey, die Kleine ist ganz schön flink. Wir sind ganz schön unvorsichtig. Ist verschlossen. Prudence, die alte Schabracke. Sie hat mich auf der Flucht geschnappt. Sie hat den Schlüssel immer bei sich. Finde den Schlüssel, dann gehen wir. Gut. Ich verstecke mich hier so lange. Elixierlieferschein. Noch was Nützliches? Nö. Hört, was das kleine Mädchen gemacht hat? Nein, das ist eine Süße. Amy oder Emily oder so ähnlich. Sie wollte fliehen. Irgendwie hat sie den VIP-Ausgang entdeckt. Wirklich? Ja, Prudence hat ihn seitdem abgeschlossen und besitzt den einzigen Schlüssel. Warum ist sie überhaupt hier? Ist sie eine Nichte der Pendletons? Keine Ahnung. Sie halten sie unter Verschluss. Verjagt. Dachte, da wäre was. Gut, also wir sollen ja die Pendletons ausschalten und müssen den Schlüssel finden. Wir hätten schon mal den Schlüssel. Da hinten ist eine Rune, da oben ist ein Dings. Gut, dann erledigen wir jetzt mal noch die anderen Aufgaben. Dazu müssen wir dahinter.
Lass mal schauen, was wir hier für... Guck mal hier. Ich habe wieder mit dem netten Mädchen gesprochen. Ich habe dir von ihr erzählt. Du weißt schon, dass du in der Golden Cat bist, oder? Ja, aber bei ihr ist das anders. Sie mag mich wirklich. Ha, du Idiot. Sie mag dein Geld, nicht dich. Bist ja bloß eifersüchtig. Halt's mal. Ach da, die Rune. Verdammt! Ich wollte mir doch nur die Rune holen. So. 16 Minuten. Okay, Leute. Wie es weitergeht hier in der Golden Cat auf der Suche nach den Pendletons. Und was hier sonst noch für Aufgaben sind, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!